ziehen wir wieder Schatz suchen. Genau. Und wir hoffen, dass wir was mit Eichenlaub finden. Nachts im Wald. Bei der Schatzsuche mit dem Metalldetektor. Mit dieser tollen neuen Lampe, die der Alexander sich besorgt hat. Kostenlos von Kleinanzeigen. Eine schweizerische Armeetaschenlampe von der Firma Elvis mit grüner und mit roter Scheibe. Die gab es im Zweiten Weltkrieg auch schon von der Firma Pentrix und von der Firma Diamon. Ist eine ganz einfache Bauweise. Achso, zu DDR-Zeiten gab es die übrigens... Ist nicht Diamon? Diamon. Ja, Diamon, Diamon. Zu DDR-Zeiten gab es die von der Firma Arthas. Die gab es auch mit blauen Schieberegler. Da hast du dann blau gehabt, rot und grün. Das ist eine ganz simple mechanische Lampe. Hier habe ich mir noch eine LED bestellt gehabt. Weil aus alt macht neu. Ach, gibt mir das sogar eine Ersatzbirne dabei. Die habe ich noch mit reingepackt, ja. Das sind also da immer Birnen, die wollte ich in LED umtauschen, die habe ich schon bestellt, die sind noch aber noch nicht gekommen. Und da habe ich mir ein 4,5 Volt Flachbatterie-Leerfach besorgt. Der Nachhaltigkeit wegen habe ich hier Akkus drin, die ich dann nachladen kann. Weil wer kauft schon so eine Flachbatterie und schmeißt die dann ständig immer weg. Und für kostenlos, für geschenkt, dachte ich mir, das ist mal was Cooles. Was haben wir denn hier Schönes? Schlüsselanhänger. Eine Coca-Cola-Flasche. Das scheint schon ein etwas älteres Modell zu sein. Das ist auf jeden Fall ein cooler, interessanter Fund. Coca-Cola steht drauf. Und? Das Schöne daran ist, ist nicht kaputt, ist komplett ganz, kann man einfach sauber machen und theoretischerweise könnte man es wieder an seinen Schlüssel hängen. Ein richtig dicker Zelthering. Könnte auf ein Lager hindeuten, was hier mal war. Ein kleines Zeltlager. Aber so eine Art Zelthering habe ich noch nie gesehen. Sehr dick, sehr groß. Auf jeden Fall ein größeres Zelt, ne? Oder was denkst du? Hering. Ja, aber ein großer. Ziemlich großer. Hier habe ich einen interessanten Fund gemacht. Aber ich habe keine Ahnung, was das ist. Vielleicht wisst ihr das ja. Ihr könnt das ja mal in die Kommentare schreiben. Ups. Ich habe sowas noch nie gesehen. Aber irgendwie sieht es interessant aus. Könnte mal an einem Wanderstock dran gewesen sein. Oder... Sieht halt irgendwie ein bisschen militärisch aus. Könnte vom Kragenspiegel, wisst ihr, dieses... Ach ja, das sind zwei Nadeln, das ist ein Anstecker. Oh, was ist drauf? Da ist, hinten steht auch noch was drauf. Können wir gleich mal ein bisschen bürsten. Bürste mal. Also ich würde sagen, hier, das ist das Anzeichen. Hier, wisst ihr, dieser... Diese Flügel. Mit dem Adler und dem Wappen in der Mitte. Da ist ein Adler drauf. Was sag ich dir? Das scheint auf jeden Fall Zink zu sein. Da steht irgendwas drin. Ich glaube eine 51 oder so. Oder GI. Und vorne ist eindeutig ein Adler drauf. Ich
vermuten, dass es von der amerikanischen Armee ist. Aus dem Zweiten Weltkrieg. Aber bestimmen können wir es nicht. Wenn ihr wisst, was das ist, könnt ihr das gerne in die Kommentare schreiben. So, ich habe wieder was Interessantes. Ich vermute was. Und ich bin echt gespannt, ob es das ist. Einfach nur vom Ansehen her. Von diesem Winkel hier und von diesem Loch, das da ist. Und von diesem Geschnusel dort. Glaube ich, dass das ein Klappspaten ist von der Amis. Jetzt holen wir es mal raus. Nein, es ist ein Hering. Was für einer? Auch so einer. Ist deiner so groß, der andere auch? Ja, ja. Und grün. Kick mal den weg. Der ist rot. Hier ist ja was los. Naja, stimmt, so war meiner. Wie deiner, der rote. Der andere. Eine deutsche D-Mark. Jetzt geht hier aber der Wind. Immerhin ein schöner Fund. Geschichtlich. Irgendwie ein Versteck gefunden. Da war ein Deckel. Der Deckel war aber da drinnen. Das war offen. Das ist eine 1 Gramm eine große Milchkanne. Also da hat irgendjemand mal was drin versteckt. Da ist aber nur noch Erde drin. Da waren so ein paar Tüten drin. Vielleicht damals die Zigarettenschmuggler. Oder es war ein Geocache. Aber so zugemüllt, müssen wir ein bisschen die Erde da rausholen. Gucken, ob da noch irgendwas drin ist. Bist du schon am Boden? Ja. Nur Erde oder was? Mhm. Und nochmal ein bisschen. Vielleicht ist da doch irgendwas drin. Da gibt es dann noch eine Etage. Na gut, wir werden das auf jeden Fall zumachen. Vielleicht können wir da dran mal was drin verstecken. Eines Tages. Wieder mal ein Kinderschuh im Wald. Wie so oft finden wir immer wieder beim Sondeln in den Wäldern Kinderschuhe. Warum das so ist, ich weiß nicht. Aber ich werde ihn mal schön filmen. Als Beweismaterial. Eine Gummisohle. Steht auch was drauf. Ich kann es nicht wirklich lesen, was da steht. Teddy, oder? Teddy? Teddy? 16.
liegt auf jeden Fall schon eine ganze Weile. Und hier habe ich ein Signal, mal sehen, was das ist. Eine Münze lag hier. Rückseite sieht nicht so gut aus, aber die Vorderseite kann man noch erkennen. 10 Cent. 10 Cent. Belgien oder irgendwie so steht da drauf. Kann das nicht wirklich erkennen. Belgien 1916. Habe ich noch nie gesehen. Diese Art von Münze. Lag direkt neben dem Schuh. Hier lag jetzt ein Knopf. Auch in der Nähe von dem Schuh. Da lag noch Kleidung. Da war der Knopf dran. Sieht aus wie eine Jacke. Eine kleine Jacke. Hose. Hier ist der Hosenbund. Ja, das ist eine Hose. Man kann sogar hier noch erkennen, was draufsteht. Da kann man noch erkennen, was draufsteht. 100% Baumwolle. 40 Grad. Aber die Größe sehe ich nicht. Die ist da nicht dabei. Das ist auf jeden Fall so eine Art blaue Stoffhose. Also eine blaue Baumwollhose. Was hier liegt, ist alles sehr merkwürdig. Ein Oberflächenfund. Komplett. Eine Tasse. H und G oder H und C. Ich glaube H und G. Selb, Bavaria, Germany, Heinrich. Eine komplette Tasse ohne Beschädigung. Und hier liegt noch mehr Zeug. Hier. Knochen. Das ist der Kieferknochen eines Mannes. Von früher. Oder Wildschwein. Was denkt ihr? Wildschwein oder Mensch? Und was ist das hier? Hier liegt ja alles voll. Was denn? Ein Locher. Ein alter Locher, womit man Löcher in Papier gestanzt hat, um sie dann in den Ordner zu heften. Hier liegt euer Zeug rum, ey. Wer möchte diese Tasse haben? Ich möchte sie nicht haben. Nehmen Sie mal mit. Ortfund. Eine Mark, 2 Mark, 3 Mark. 3 Mark 60. Ein Döner. Mehr als ein Döner. Mit einer Cola. Für damalige Zeiten. Hätte man da schon 2 Döner gekriegt. 3. Okay.
Ist da noch was? Schwenk doch noch mal rüber. Hm. Nee. Das ist nicht. Nee. Mal. Explosions was? Zeig mal. Explosionssicher. Da oben steht DRGM. Das ist auf jeden Fall cool. Da steht noch was. Benzin-Vermischmessapparat oder so. Muss noch mal ein bisschen sauber machen. Augsburger Straße 55, Bavaria 4756. Also das ist da ist auch eine Mischtabelle drauf. So wie es aussieht, oder? Hilfsapparat. Benzinverbrauchsmessapparat. Das ist natürlich auch ein interessantes Wort. Benzinverbrauchsmessapparat. Explosionssicher, dann nimm das mit. Das ist auf jeden Fall ein schöner, interessanter Fund. Ein Scheibenknopf. Hat eine leicht grüne Patina. Interessanter, schöner Fund. Jetzt habe ich wieder mal was Interessantes gefunden. Das sieht aus wie ein Raumschiff. Was ist das? Was denkt ihr? Wird ein Stück vom Motor sein. Ziemlich leicht. Könnte das vielleicht vom Flugzeug sein?